einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Süßigkeiten-Video und zwar mit einem USA-Special. Hershey's Cookies and Cream, der Kit Kat Apple Pie und Milky Way Midnight. Ich glaube, das könnte geil werden. Viel Spaß euch. Ja, inzwischen sind die Haare schon ein bisschen zu trocken. Ich glaube, ich muss jetzt doch mal... hier hinten sind sie noch ein bisschen klamm. Ich habe mich übrigens gerade gestochen an meiner Rose. Die tat echt weh. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich wirklich sehr. Ich habe euch ja vor einiger Zeit gefragt auf YouTube, was ihr gerne hättet für Süßigkeiten. Ihr habt unter anderem dafür auch gestimmt und auch für diesen Milky Way. Die habe ich ja bekommen von Beast Mode. Denkt dran, 10% Rabatt. Könnt ihr sparen mit meinem Code, steht in der Beschreibung. Schaut gerne mal vorbei. Den Kit Kat Apple Pie habe ich mir selbst noch geholt, denn ich mag Apfelkuchen und ich mag Kit Kat. Ich war zwar von dem Birthday Cake relativ enttäuscht, aber er war bunt, von daher war es irgendwie doch cool. Und wir gucken uns jetzt diese drei Sachen hier zusammen mal an. Quasi einfach ein kleiner Ausblick in oder ein kleiner Hinüberblick in die USA. Und ich bin sehr gespannt. Die USA, die können ja gut Süßigkeiten machen. Vor allem irgendwie das Design sagt mir hier sehr zu, vor allem mit diesem Midnight. Das erinnert mich irgendwie an Nightmare Before Christmas vom, ich weiß nicht, irgendwie muss ich daran denken. Früher als Kind fand ich den Film übrigens richtig schrecklich gruselig, muss ich sagen. Konnte ich nicht gucken und heute finde ich ihn irgendwie immer noch creepy. Kit Kat Apfelkuchen. Erinnert mich übrigens vom Bild her an den Apfelkuchen, den ich mal in Budapest hatte, Video auf meinem YouTube-Kanal. War großartig. Gut, genug gequatscht. Es wird Zeit zu futtern. Ja, die Qual der Wahl, wo fängt man an? Ine, mene, miste, es rappelt, rappelt in der Kiste. Ine, mene, meck und du bist weg. Weg bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Das ist jetzt egal. Hershey's Crunchies ist 51. Ach nö. Ach, du meinst einfach so. Willkommen im Kindergarten. Kit Kat Apple Pie als erstes. Crispy Wafers in Apple Pie Flavored. White Cream Naturally Artificially Flavored. Ja, sieht nice aus. Hier seht ihr, was drinsteckt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Distelöl, fancy. Na dann, hier unten die Nährwerte. Ich muss das ein bisschen vorsichtig aufmachen, weil ich das vielleicht noch mal für TikTok brauche. An alle, die mir dort noch nicht folgen, bitte tut das einfach. Ja, ich weiß, wir können darüber diskutieren, aber ihr unterstützt mich damit. Wie mache ich das jetzt hier am besten auf? Oh, ich habe ja hier ein Messer, was ich übrigens mal wieder schärfen müsste. Ich mache mir einfach mal hier so eine OP. So. Außerdem, wenn ich die Sachen manchmal einfach so aufreiße, dann, dann kriege ich das nicht mehr vernünftig zu. Also das ist jetzt natürlich eigentlich nur die Hälfte, Kit Kat Apple Pie. Mir kommt ja auch tatsächlich ein ziemlich künstlicher Apfelkuchengeschmack, Geruch entgegen. Stellen wir die Frage, hätte ich es blind auch erkannt. Es riecht aber säuerlich, das ist relativ objektiv und es hat auch wirklich ein Apfelaroma. Es riecht auch so ein bisschen nach irgendwas, was so vielleicht in Richtung Sahne, Vanille gehen soll. Hier die Waffelfüllung. Have a break, have a Kit Kat. Oh, der ist aber lecker. Er schmeckt arg künstlich und ich weiß tatsächlich nicht genau wonach, aber es könnte ein bisschen an Kit Kat erinnern. Gefällt mir sehr gut, geschmacklich deutlich besser. Habe ich jetzt gerade gesagt, könnte an KitKat erinnern? Ich wollte sagen, könnte an Apfelkuchen erinnern. Ich bin manchmal so durch, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich muss einfach ein bisschen chilliger werden. Der schmeckt mir. Also wenn ihr mal ein bisschen was anderes haben wollt, dann könnt ihr den gerne ausprobieren. Neulich hat irgendjemand von euch kommentiert, ich glaube es war bei Instagram, dass eigentlich die klassischen KitKat immer noch die besten sind. Und ja, das stimmt tatsächlich irgendwie. So Peanut Butter, Sorte Karamell, die schmecken besser. Aber... ich sag mal, wenn man so wirklich mal was Ausgefallenes haben will und kein Problem damit hat, was Künstliches zu probieren, also dass das halt einfach künstlich schmeckt, ich finde das geil, dann kann man das machen. Hershey's Crunchies Cookies and Cream.
Kakaokekse, Graham Cracker, die werden auch zum Beispiel für den American Cheesecake, für den Boden benutzt, für den New Yorker Cheesecake. Das sind quasi ja, so Cracker am ersten Ende, so die Hobbits gehen, so nicht in die Hobbits. Welche waren das denn nochmal? So ein bisschen in die Richtung Vollkorn-Butterkekse vielleicht, so ein bisschen mit weißer Schokolade. Könnt ihr euch gerne anschauen, was da drin steckt. Ich mache die Packung mal auf. Ich mache die jetzt einfach mal unten auf, damit sie oben noch unversehrt ist. Aber manchmal braucht man die Sachen eben nochmal für ein Foto und dann ist das immer doof, wenn alles kaputt gerissen ist. Deswegen kann sich nur um Stunden handeln. Die habt ihr euch ja gewünscht, ne? Ich habe euch abstimmen lassen auf YouTube. Danke nochmal für die Teilnahmen. Und wir sehen, das sind hier wirklich so, so kleine Schokokekse, so weiße Creme umdrum und das Ganze vermutlich knusprig. Sehr knusprig. Und verdammt lecker. Richtig geil. Und dieser Kontrast von den Keksen mit der Süße in diesem Kakao schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Vor allem dieses Würzige von dem Keks, das sagt mir sehr, sehr zu. Ups, hauen wir die mal weg. Und nun to go. So, last but not least, was ein blöder Spruch eigentlich, völlig abgenutzt. Rich Dark Chocolate Golden Caramel Vanilla Nougat. Steht hier auch so drauf. 49,4 Gramm Zucker, mittel alkali verarbeitete Schokolade. Das wird, glaube ich, benutzt, um einfach Stoffe aus Kakaomassen rauszuziehen. Ich habe mich damit noch nicht genau beschäftigt, aber ich glaube, daran wird es liegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Alkali kann man als Lauge bezeichnen. Ist alles nicht so wild, wird am Ende ja wahrscheinlich auch neutralisiert. Von daher passt das schon. Erinnert mich an den Chemieunterricht damals, vor unzähligen Jahren, als ich noch jung und knackig war. Da hat der Chemielehrer Säure und Base zusammengekippt und hat es am Ende getrunken. Und so, wow, ich als Chemie-Nerd wusste natürlich, ist ja klar, dass das nicht schlimm ist. Hat er einfach Salzwasser getrunken. Macht das nicht. Don't try this at home. Achtung, Warnnachricht. Also Salzsäure und Natronlauge im gleichen molaren Verhältnis von Säure und Baseteilchen ergibt Kochsalzlösung. Absolut kein Problem. Könnt ihr zum Kochen von Nudeln benutzen. So. Das hier wird jetzt nicht ganz so einfach mit dem intakt bleiben. Ich finde dieses mitten, guck doch mal, wie geil es aussieht. Irgendwie, ich finde diesen Schriftstil gerade extrem cool. Ich weiß nicht warum, es gefällt mir einfach. So, das ist ja bei uns der Mars, soweit ich das richtig verstanden habe. Episch. Oh, da ist aber ein Baby traurig gerade irgendwo. Alter, sieht das geil aus. Sieht eigentlich nicht aus wie ein Mars. Was ist das denn bitte für eine absolut abartig fette Karamellschicht? Richtig geil. Hier unten so weiß. Der Kontrast, der gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Ja, der riecht sehr intensiv nach dunkler Schokolade. Richtig herb. Knackig auch die Schokolade. Je dunkler die Schokolade, desto knackiger auch meistens. Ich muss noch ein bisschen Fotos machen, deswegen kann ich da jetzt nicht so reinfressen. Mmh. Wow, okay, ich kann ihn eigentlich auch nicht zerdrücken, nur noch ein bisschen. Mmh. Lecker! Das ist unten diese typische Mars-Schicht, erinnert so ein bisschen an weichen Schaumzucker. Mmh. Das oben richtig schönes. Richtig gut gemachtes Karamell. Zieht sich schön. Schöner Geschmack. Sehr süß das Ganze. Als Kontrast wirklich intensive, dunkle Schokolade. Schon wirklich so in Richtung 60-70% geht, finde ich. Ganz tolles Teil. Optisch ein Highlight, geschmacklich super. Packung geil, Schriftart geil. Passt. Alles drei leckere Sachen. Ich würde sagen, gelungen. So, und ich gehe jetzt erstmal frühstücken, denn ich habe das jetzt hier vorm Frühstück gemacht. Und sage danke fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch hiervon gefallen hat. Und lasst mir auch gerne ein Abo da für den Support. Ihr wisst, das unterstützt mich. Dankeschön. Adieu und ciao.